Wenn wir effektiv und zielgerichtet in die in der Steuereinheit von Harley-Davidson Motorrädern gespeicherten Parameter eingreifen möchten, ist es unerlässlich, die Grundstruktur des Programms, der Steuereinheit, zu verstehen. In die Steuereinheit des Motors wird die sogenannte Applikation eingespielt. Dabei handelt es sich um das primäre Steuerprogramm, das nummeriert ist. Die Versionen können je nach Territorium des Erstverkaufs des Motorrades variieren oder eine Aktualisierung darstellen, also eine verbesserte Version. Applikation ist das Steuerprogramm, das den Motorlauf steuert. Es liest die Daten der Sensoren aus und steuert die Aktivatoren. Das Programm Diag4Tune stellt jeweils nur eine ausgewählte Applikation für ein bestimmtes Motorrad bereit. Unser Bestreben ist es, immer eine aktualisierte Applikation mit stabilem Verhalten zu verwenden. Wichtiger Bestandteil der Applikation ist die Kalibrierung. Es handelt sich dabei um ein System von Tabellen mit Parametern. Diese Parameter verwendet die Kalibrierung für die Steuerung des konkreten Motors. Die in Kalibrierung aufgeführten Parameter haben zwei Hauptaufgaben. Erstens die Beschreibung des mechanischen, pneumatischen und hydraulischen Parameters eines konkreten Motors. Bei der genannten Beschreibung handelt es sich um VE-Parameter, den Motorhubraum und den Durchfluss der Einspritzdüse. Es ist notwendig, dass diese Parameter den Ist-Zustand des Motors beschreiben, der gesteuert werden soll. Die Gründe dafür sind im Video Warum Tuning im Detail beschrieben. Der zweite Grund: die Einstellung von Parametern zu ermöglichen, nach denen das Steuersystem der Einspritzung die Verbrennung des Motors steuern soll. Dabei handelt es sich um die AFR-Zielparameter, Vorzündungsparameter und darüber hinaus alle weiteren Parameter außer den bereits unter dem vorherigen Punkt aufgeführten Parametern. Die in den Tabellen Kalibrierung aufgeführten Parameter sind in drei Hauptgruppen unterteilt. Die erste Gruppe bilden die Kraftstoffparameter. Diese Parameter sind das grundlegende Ziel der Optimierung. Ihre Struktur und die Art und Weise ihrer Einstellung werden nachfolgend noch im Detail beschrieben. Die zweite Gruppe bilden die sogenannten Vorzündungsparameter. Wir empfehlen, diese Einstellungen ohne Änderungen zu belassen. Eine Optimierung dieser Parameter ist technisch sehr anspruchsvoll und geht über den Rahmen dieser Schulung hinaus. In den meisten Fällen, in denen keine signifikanten Umbauten am Motor durchgeführt werden, ist der Vorteil aus entsprechenden Änderungen minimal. Im Falle, dass der Motor in einem Gebiet betrieben wird, in dem Kraftstoff nur mit niedriger Oktanzahl zur Verfügung steht, oftmals dann in Verbindung mit hohen Umgebungstemperaturen, kann dies unter Last zu unkontrollierten Selbstzündungen führen, also zum Klopfen in den Zylindern des Motors. Eine Lösung ist hier die gefühlvolle Reduzierung des Vorlaufs der Zündung in den problematischen Bereichen. Die dritte Gruppe bilden die sogenannten weiteren Parameter. In der Steuereinheit gibt es eine große Anzahl von Parametern. Das Programm Diag4Tune gewährt Zugriff auf einen ausgewählten Teil dieser Parameter, die für eine effektive Einstellung des Motors notwendig sind. Eine detaillierte Beschreibung und empfohlene Einstellungen werden im weiteren Verlauf dargelegt. Damit kommen wir zur Erklärung der Kraftstoffparameter, die das Hauptziel der Diag4Tune-Optimierung sind. Die VE-Parameter sind für jeden Zylinder des Motors verschieden. Dies ist eine der grundlegenden Eigenschaften von in Längsrichtung in V-Form gelagerten Zweizylindermotoren. VE bedeutet Volumetric Efficiency, also Volumenwirkungsgrad. Dieser Wert gibt die Luftmenge an, die jeder Zylinder anzusaugen in der Lage ist. Der VE-Wert gibt das Verhältnis der tatsächlich angesaugten Luftmenge geteilt durch das Zylindervolumen an. Dieser Wert wird in Prozent angegeben. Dieser Wert ist selbstverständlich abhängig von der Öffnung der Drosselklappe des Motors und von der Motordrehzahl. Es handelt sich also immer um zwei verschiedene Tabellen, separat für jeden Zylinder. Ältere Modelle nutzen meist Tabellen in Abhängigkeit von den Parametern TPS zu RPM, also Position der Drosselklappe und Motordrehzahl. Neue Modelle verwenden meist Tabellen in Abhängigkeit von den Parametern MAP zu RPM, also
Druck in der Ansaugleitung und Motordrehzahl. Die Konfiguration der Parameter MAP zur RPM ist für die Einstellung der Motorfunktion besser. Die Änderung im Ansaugdruck definiert die Menge der angesaugten Luft im Verhältnis zum Umgebungsdruck. Das Wichtigste, was wir also zu VE-Parameter wissen müssen, ist: Erstens, VE-Parameter beschreiben, wie jeder einzelne Zylinder in der Lage ist, Luft anzusaugen. Zweitens, es gibt nur zwei Wege, die VE-Parameter richtig einzustellen. Und dabei handelt es sich keinesfalls nur um einfache manuelle Änderungen, die die Wünsche des Motorradeigentümers oder des Tuners zum Ausdruck bringen. Die erste und genaueste Methode ist die Einstellung neuer VE-Parameter durch Messungen am Motorrad unter Last. Diese Vorgehensweise eignet sich für entsprechend ausgerüstete Tuningzentren mit erfahrenen Mitarbeitern. Außerdem ist dieser Prozess auch sehr zeitaufwendig. Das Ergebnis der Optimierung ist jedoch garantiert. Im System Diag4Tune wird dieser Prozess als professionelles Tuning bezeichnet. Die Vorgehensweise bei VE-Messungen am Leistungsprüfstand kann man hier sehen. Aktia bietet Schulungen zur VE-Messung im Rahmen des Verkaufs der Diagnose- und Tuning-Leistungsstation Smart Power Bench an. Eine Alternative der VE-Messung unter Last ist der sogenannte Road-Test, also der Straßentest. Das Motorrad wird im Verlauf eines Fahrtests auf der Straße belastet. Die Vorgehensweise ist hier zu sehen. Die zweite Möglichkeit ist die Einstellung der VE-Parameter über die richtige Auswahl eines konkreten Motorrades mit passender Ansaugung und Auspuffanlage aus der Datenbank des Programms Diag4Tune. Im System Diag4Tune wird dieser Prozess als Advanced Tuning bezeichnet. Die genaue Vorgehensweise ist im nachfolgenden Kapitel der Schulung aufgeführt. Was ist abschließend zu den VE-Parametern zu sagen? Sofern es Ihr Ziel ist, die Steigerung der Leistungsparameter des Motors mit Hilfe von Modifikationen bei der Ansaugung und des Auspuffs durchzuführen, dann sind die VE-Werte in den gemessenen Parametern dafür der beste Maßstab. Eine Steigerung der VE-Werte in einigen Bereichen um beispielsweise 10% bedeutet, dass es Ihnen gelungen ist, die angesaugte Luftmenge mittels der entsprechenden Modifikation um 10% zu erhöhen. Das bedeutet außerdem, dass Sie die Voraussetzung für die Erhöhung des Drehmoments des Motors um dieselbe Zuwachsrate geschaffen haben. Die VE-Werte, exakt gemessen, sind also die wichtigsten Kennwerte für den Tuner. Ihr größter Vorteil ist, dass Sie das Leistungsverhalten des Motors im gesamten Spektrum der Betriebsarten eines Motors auf einmal beschreiben. Die häufig präsentierte Leistungscharakteristik von Motoren beschreibt das Motorverhalten ausschließlich im Modus der voll geöffneten Drosselklappe. Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil der Kraftstoffparameter. Es handelt sich um die AFR-Parameter oder auch AFR-Zielparameter. Diese Parameter ermöglichen es dem Tuner, das Luft-Kraftstoff-Verhältnis für alle Betriebsarten des Motors einzustellen. Hier gibt es nur eine Einstellung und diese gilt für beide Zylinder gleichzeitig. Der Prozess der Bearbeitung dieser Parameter sollte zielgerichtet sein und sollte auf Kenntnissen des Tuners beruhen, die jetzt nachfolgen. Zunächst einmal rufen wir uns Erinnerung, was das AFR, also Air-Fuel Ratio, das Luft-Kraftstoff-Verhältnis ist. Der AFR-Wert definiert das Verhältnis der Masse der angesaugten Luft in Kilogramm und der Masse des eingespritzten Kraftstoffs, ebenfalls in Kilogramm, für einen Zylinderzyklus des Motors. Das Luft-Kraftstoff-Gemisch ist im Zylinder bei einem Wert von ca. 12 bis 18 AFR brennbar bzw. entflammbar. Ein AFR-Wert ist sehr wichtig. Er definiert das Verhältnis, bei der es zur vollständigen chemischen Reaktion kommt, also zur Oxidation durch Verbrennung, zwischen den Kohlenwasserstoffen des Kraftstoffs und dem in der angesaugten Luft enthaltenen Sauerstoff. Ergebnis dieser chemischen Reaktion sind Wasser und die neutralen Gase Kohlendioxid und Stickstoff. Dieses neutrale Verhältnis wird im Hinblick auf Emissionen als stöchiometrisches Verhältnis bezeichnet. Bei Benzin ohne Zusätzen handelt es sich um ein stöchiometrisches AFR-Verhältnis von 14,6.
Die Verbrennung eines Kraftstoffs im Motor in einem stöchiometrischen Verhältnis gewährleistet also minimale Emissionen des Motors. Ein im Auspuff installierter Katalysator funktioniert nur dann effektiv, wenn der Motor in einem stöchiometrischen AFR-Verhältnis arbeitet. Ein Motor, der mit einem Gemisch in einem stöchiometrischen Verhältnis arbeitet, bewegt sich auch im Bereich des minimalen Kraftstoffverbrauchs. Für Werte der AFR-Mischungsverhältnisse gilt: Bei AFR größer als 14,6 arbeitet der Motor mit einem kraftstoffarmen Gemisch und bei AFR kleiner als 14,6 arbeitet der Motor mit einem angereicherten Gemisch. Der längere Betrieb eines Motors mit kraftstoffarmen, also magerem Gemisch, führt zu einer Verlangsamung der Verbrennung, verbunden mit einem Temperaturanstieg im Verbrennungsraum. Das Gemisch brennt im Auspuffzyklus um die Ventile herum und im Auspuffrohr nach. Die Temperatur im Verbrennungsraum steigt an. Der Lauf des Motors ist in der Regel instabil und es droht die Beschädigung der Ventile und die Überhitzung des Auspuffrohrs. Der Motorbetrieb mit einem leicht angereicherten Gemisch erhöht das Drehmoment des Motors und senkt die Temperatur im Verbrennungsraum. Gleichzeitig erhöht er aber auch den Verbrauch des Motors. Ein stark angereichertes Gemisch wäscht den Schmierölfilm von den Zylinderwänden und verstärkt die mechanische Abnutzung. Das zeigt sich an einer erhöhten Carbonbildung im Verbrennungsraum und im Auspufftrakt. Das nicht verbrannte Gemisch verglüht im Auspuffrohr, das sich dabei erheblich aufheizt. An dieser Stelle ist anzumerken, dass es noch eine zweite Definition des Mischungsverhältnisses gibt. Diese wird als Lambda bezeichnet und entsprechend der mathematischen Definition handelt es sich im Grunde um den Koeffizienten des Luftüberschusses. Das stöchiometrische Verhältnis wird durch den Wert Lambda 1 dargestellt. Ein unumstrittener Vorteil dieser Darstellung des Mischungsverhältnisses ist die Unabhängigkeit vom Kraftstofftyp. Die Parameter neuerer Harley-Davidson-Motorräder nutzen diese Darstellung des Mischungsverhältnisses, also nicht den AFR-Wert, sondern den Lambda-Wert. Das Programm Diag4Tune ermöglicht es Ihnen jedoch, das Mischungsverhältnis entsprechend Ihrem Wunsch anzuzeigen, unabhängig davon, wie es in den Kraftstoffparametern des Steuergerätes der Einspritzung definiert ist. Für den Koeffizienten des Luftüberschusses gilt: Ist Lambda größer als 1, arbeitet der Motor mit magerem Gemisch. Ist Lambda kleiner als 1, arbeitet der Motor mit angereichertem Gemisch. Und nun werden wir als Beispiel die Original-AFR-Parameter des Motorrades Sportster 2007 XL1200 beschreiben und erläutern. Bei den anderen Modellen ist die Situation ähnlich. Ein wesentlicher Teil der Parameter ist ausgefüllt mit der Forderung nach AFR 14,6. Das bedeutet, dass gefordert wird, dass der Motor in einem stöchiometrischen Verhältnis und gleichzeitig in einem geschlossenen Regelkreislauf arbeiten soll. Dieser hervorgehobene Bereich deckt die meisten Betriebsmodi des Motorrades ab. Arbeit in einem geschlossenen Regelkreislauf bedeutet, dass die Menge des eingespritzten Kraftstoffs durch Messung des tatsächlichen Mischungsverhältnisses mit Hilfe der Lambda-Sonde so korrigiert wird, dass der Motor stets im stöchiometrischen Verhältnis arbeitet. Eine Lambda-Sonde ist ein Sensor, der im Auspuffrohr in der Nähe jedes einzelnen Zylinders des Motors montiert ist. In den anderen Bereichen der AFR-Parameter, in denen AFR-Werte kleiner als 14,6 gefordert sind, arbeitet das System in einem offenen Regelkreislauf. Das bedeutet, dass das System zur Steuerung des Mischungsverhältnisses ausschließlich die Kraftstoffparameter verwendet und dass es die Information der Lambda-Sonden zum tatsächlichen Verhältnis ignoriert. Wie funktioniert dies nun alles im Motor bei Betriebsarten, für die der AFR-Wert auf weniger als 14,6 eingestellt ist? Von den VE-Parametern für den vorderen Zylinder weiß die Steuereinheit, wie viel Luft in den Zylinder angesaugt wurde. Aus den AFR-Parametern kennt sie den Wert für das geforderte Mischungsverhältnis. Auf der Grundlage dieser Daten berechnet sie dann also die Dauer der Öffnung der Einspritzdüse für den vorderen Zylinder. Ebenso führt sie die Berechnung für die Einspritzdüse des hinteren Zylinders durch, allerdings unter Verwendung der Angaben aus den VE-Parametern für den hinteren Zylinder. Im Falle, dass wir uns in einem Bereich befinden, in dem den AFR-Parametern der Wert von 14,6 vorgegeben ist,
wird die Berechnung noch mit dem Ergebnis der Messung durch die Lambda-Sonde korrigiert. Das System arbeitet hier also in einem geschlossenen Kreislauf bei AFR 14,6. Einige Motorradmodelle sind mit einer Steuereinheit für die Einspritzung ausgestattet, aber nicht mit Lambda-Sonden. Bei diesen Modellen wurde der Wert AFR 14,6 durch den Wert 14,5 ersetzt. Diese Einstellung fordert in der Realität die Einstellung eines stöchiometrischen Verhältnisses. Die Differenz der Werte ist minimal. Ein eingestellter Wert von 14,5 deaktiviert allerdings die Funktion der Lambda-Sonde. Nun haben wir den Bereich der AFR-Parameter beschrieben, in dem das Mischungsverhältnis 14,6 eingestellt ist. Der Bereich der AFR-Parameter für MEP 90 bis 100, also der Bereich für eine weite Öffnung der Drosselklappe, ist eingestellt auf AFR 12,5. In dieser Einstellung arbeitet der Motor im Bereich der maximalen Leistung und das meist über einen begrenzten Zeitraum. Mit diesen Werten ist deshalb ein höher angereichertes Gemisch eingestellt. Hier dient der überschüssige Kraftstoff zur Kühlung des Brennraums und der Ventile. Ein ähnlicher Bereich befindet sich im Bereich von 5000 bis 5500 Umdrehungen. Hier ist der AFR-Wert aus demselben Grund ebenfalls auf den Wert 12,5 eingestellt. Der letzte Bereich, in dem ein angereichertes Gemisch eingestellt ist, ist der Bereich MEP 20 bis 25 kPa. Dieser Bereich der Parameter definiert das Verhalten des Motors beim Verlangsamen und ist in den meisten Fällen verantwortlich für das sogenannte Auspuffknallen. Dieses Phänomen tritt in der Regel im Falle der Abmagerung des Motors durch Installation eines offenen Auspuffs oder durch eine geöffnete Ansaugung auf. Das Kraftstoffgemisch kommt dadurch in einigen Modi der Verlangsamung an die Zündgrenze. Die Unregelmäßigkeit der Zündung und des Gemisches verursacht ein unbeabsichtigtes Befüllen des Auspuffs mit unverbranntem Gemisch. Der nachfolgende Funktionszyklus bewirkt die Zündung des angesammelten, unverbrannten Gemisches im Auspuff, was sich in einmaligem oder mehrfachen markanten Auspuffknallen äußert. Über eine entsprechende Einstellung der AFR-Werte ist es uns möglich, die Leistungsparameter in Bezug zur Wirtschaftlichkeit des Motorbetriebes zu optimieren. Darüber hinaus können wir den Fahrkomfort deutlich steigern und einige instabile Fahrmodi eliminieren. Über eine Modifikation der Einstellungen können wir auch das sogenannte Auspuffknallen unterdrücken. Die Optimierung der Leistungsparameter basiert auf den Ergebnissen der Leistungsmessungen am Twin-Cam-Motor. Die Kennlinie zeigt die gemessene Abhängigkeit des maximalen Drehmoments im Bereich von 2500 bis 3000 Umdrehungen von einem eingestellten AFR im Bereich von 11 bis 15. Die Messungen wurden durchgeführt für 60% und 100% Öffnung der Drosselklappe. Die schwarze Kennlinie repräsentiert den gewählten Durchschnitt. Aus Sicht von Emission und Verbrauch zeigt sich, dass der AFR-Bereich um 14,6 zwar optimal für Emissionen und Verbrauch ist, er stellt jedoch nicht das Optimum aus Sicht der Leistungsparameter dar. Allein durch das Einstellen des AFR in den Bereich um 13 erreichen wir automatisch eine Erhöhung des Drehmoments. Eine Änderung der Einstellungen würde jedoch zu einer erhöhten Produktion von Emissionen und zum Ansteigen des Verbrauchs des Motors führen. Das System der Einstellungen von Harley-Davidson-Motorrädern erlaubt keine Umschaltung der Einstellungen während der Fahrt entsprechend dem Leistungsbedarf. Deshalb haben wir nach einer anderen Lösung gesucht. Im Rahmen von Fahrtests haben wir überprüft, dass im normalen Stadt- und Straßenverkehr Werte im Bereich von bis zu 60 kPa benutzt werden, bei denen die Originaleinstellungen vorteilhaft verwendet werden können. Eine andere Situation liegt vor, wenn eine Beschleunigung erforderlich ist, beispielsweise beim Überholen. Hier werden MEP im Bereich ab 70 kPa aufwärts verwendet. Um die Notwendigkeit des Anstiegs der Leistungsparameter ist auch unter dem Gesichtspunkt der Fahrsicherheit gewünscht. Die beschriebenen Erfahrungen führten zum Konzept sogenannter AFR dynamischer Parameter. Die Einstellungen beinhalten statistische Werte,
Ihr Verhalten hat jedoch dynamischen Charakter. Unter normalen Betriebsbedingungen, also MEP bis 60 kPa, arbeitet der Motor mit einem stöchiometrischen AFR-Verhältnis. Im Falle einer erweiterten Öffnung der Drosselklappe, also MAP 70 und höher, schaltet er automatisch auf das AFR um, welches das maximal erreichbare Drehmoment liefert. Die AFR-dynamische Einstellung verhält sich also so, als hätten Sie einen automatischen Umschalter. Es ist selbstverständlich möglich, die Grenze von 60 bis 70 kPa zu verschieben und dadurch den gewünschten Effekt in einem anderen MEP-Bereich zu erzielen. Einstellungen der AFR-Parameter für erhöhten Fahrkomfort. Eine allgemeine Anforderung von Bikern ist die Fahrt in Modi mit niedrigen Drehzahlen, in denen der V-Twin-Motor am besten klingt. Beim Fahren mit niedrigen Drehzahlen gelangt der Motor beim Schalten der Gänge vorübergehend in instabile Modi. Eine wichtige Hilfe ist dabei für Modi mit sehr niedriger Drehzahl die Anreicherung des Gemischs, wie sie hier angezeigt ist. In solchen Fällen handelt es sich um einen geringfügigen Eingriff in das Emissionsverhalten des Motors, aber eine beträchtliche Steigerung des Fahrkomforts. Bei dieser Einstellung können auch höhere Gänge bei sehr niedrigen Drehzahlen genutzt werden. Die Einstellungen der AFR-Parameter zur Eliminierung instabiler Modi des Motorlaufs. Das aufgeführte Beispiel betrifft konkret den Motor Evolution. Nach Installation von offener Ansaugung und Auspuff ist der Motorlauf bei normaler Fahrt in der Stadt oftmals instabil. Es geht hier um Geschwindigkeiten von ca. 50 km/h im dritten Gang und dies auch nach Optimierung der VE-Parameter an der Diagnose- und Leistungsstation. Durch Messungen wurde in den Ist-Werten gekennzeichnete Bereich des Austretens solcher Instabilität ermittelt. Nach durchgeführten Tests stellte sich eine instabile Lambda-Sondenregelung im Programm des Steuergerätes als Ursache heraus. Es handelt sich dabei also nicht um eine Fehlfunktion, sondern um einen systembedingten Fehler. Die Einstellung der AFR-Parameter, die die beschriebene Instabilität unterdrückt, ist hervorgehoben. Die aufgeführte Einstellung schaltet die Lambda-Sonde in den instabilen Modi ab und die Anreicherung des Kraftstoffgemisches eliminiert das beschriebene negative Verhalten des Motors vollständig. Die Einstellung der AFR-Parameter, die die beschriebenen Instabilitäten beim Sportster XL883 unterdrückt, ist ein weiteres Beispiel. Sie unterscheidet sich lediglich im Bereich des instabilen Modus. In die Parameter des Systems Diag4Tune für die meisten Motorradmodelle sind bereits dynamische Werte und einige typische Korrekturen der Instabilität integriert. Die aufgeführten Vorgehensweisen bei der Einstellung können vorteilhafterweise auch als Anleitung zur Beseitigung instabiler Modi nicht nur für Evolution-Motoren, sondern auch für Twin-Cam-Motoren und so weiter genutzt werden. Bisher haben wir als stöchiometrisches Verhältnis AFR 14,6 vorgestellt. Dieses Verhältnis bezieht sich auf durchschnittliches Benzin ohne wesentliche Beimischungen von Ethanol. Aus der angezeigten Tabelle ist ersichtlich, wie sich das AFR-stöchiometrische Verhältnis in Abhängigkeit vom Ethanolanteil verändert. Bei E5-Kraftstoffen ist der Einfluss vernachlässigbar. Bei E10-Kraftstoffen ist er an der Grenze der Vernachlässigbarkeit und bei Kraftstoffen E15 und höher ist eine Korrektur notwendig. Zur Einstellung der Korrektur empfehlen wir, einen mathematisch-physikalischen Trick auszuführen, der zifferenmäßig alle Kraftstoffwerte beinhaltet. Es handelt sich dabei um einen Korrekturfaktor für den Hubraum, bei dem das Volumen in den in der Tabelle angegebenen Prozentwert erhöht wird. Zum Abschluss sehen wir uns noch den als sonstige Parameter bezeichneten Teil der Kalibrierung an. Der Drehzahlbegrenzer schützt den Motor vor Beschädigung durch sogenanntes Überdrehen. Sie sollten diesen Wert nicht erhöhen, sofern Sie nicht wenigstens eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit der Ventile durch den Einsatz entsprechender Federn gewährleisten. Die Kennziffern der Einstellungen der Leerlaufdrehzahlen steuern das Niveau der Leerlaufdrehzahlen in Abhängigkeit von der Motortemperatur. Es ist sinnvoll, diese Kennziffern zu ändern, wenn der Motor während des Aufwärmens des Motors instabile Drehzahlen aufweist. Zunächst müssen mithilfe der Diagnostik Diag4Bike die problematischen Temperaturpunkte ermittelt werden. Anschließend werden bei einem dieser Punkte in den Parametern Warm-up-Entsprechments und
IAC-Setups, Warm-up-Einstellungen vorgenommen. Beschleunigungsanreicherung. Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, die Parameter für eine dynamische Anreicherung des Gemisches um 5-10% zu erhöhen. Einrichten der dynamischen Steuerung für eine elektronisch gesteuerte Drosselklappe. Gilt in erster Linie für Touring-Modelle 2008 bis 2016. Das ursprüngliche Kennfeld schränkt die Beziehung zwischen der Position des Gasgriffs und der Position der Drosselklappe bei niedrigen Motordrehzahlen stark ein. Das Ziel des Herstellers war es, das Einsetzen von Leistungsparametern des Motorrades beim Beschleunigen zu begrenzen. Wahrscheinlich wird sie als Methode zum Schutz von Kupplung und Getriebe eingesetzt. Die Einstellung verdirbt jedoch die Freude an der aggressiven Beschleunigung des Motors. Dieses Kennfeld gibt dem Tuner die Möglichkeit, seine eigene benutzerdefinierte Charakteristik einzustellen. Als Anhaltspunkt bietet Axia in diesem Kennfeld eine neue Einstellung: Aggressive Throttle by Wire. Diese Einstellung erhöht das Beschleunigungsvermögen des Motorrades erheblich, während ein gewisser Schutz der mechanischen Komponenten des Motorrades beibehalten wird. Es wird dringend empfohlen, alle Einstellungen und Änderungen, die Sie an Kennfeldern vornehmen, unter einem benutzerdefinierten Namen in Ihrem PC zu speichern. Wenn die eingestellten Werte am Motorrad wirksam werden sollen, müssen Sie anschließend die geänderten Kalibrierungseinstellungen mit Diag4Tune in das Steuergerät laden. Auch wenn Motorradtuning auf den ersten Blick komplex erscheinen mag, macht Diag4Tune es sehr einfach. Wie? Das sehen Sie im nächsten Video.